Damit herzlich willkommen zurück zu Spin Tires. In der, wie hieß die Karte? Alps? Alps. Ich glaube, ich Alps. Erwähnt. Ja, immer noch mit dem Randy. Hallo, und ein Klicki. Hallo. Jetzt natürlich auch, wenn ich den Kran als, den kann man recht gut als Gegengewicht auch nehmen, ne? Durchaus möglich. Wahnsinn. Jetzt merkst du richtig, wie ich drüber ging. Ja, so geht's. Oh, oh, oh. Wie der den gleich rumreißt. Das ist das Problem wahrscheinlich an dieser blöden Knicklenkung. Der versucht den vorne gleich richtig mit wegzuruppen. Blöde Kuh, die. So, mal Handbremse an. Der verbraucht jetzt. Und so würde ich jetzt gerne weiterfahren wollen. Macht er wieder hoch vorne. An der Stelle nicht weiter. Ah, jetzt kommt das, wo ich dir das Video geschickt habe. Da habe ich auch weniger das Problem, dass ich runterfalle, sondern mehr das Problem, dass ich überhaupt nicht hochkomme. Ja. Da steil halt die ganze Soße. Ne. Will er nicht. Gibt's hier irgendwas denn festmachen? Und das ist mich gleich weggejaucht. Alter. Jetzt hängt der Vorderachse in der Luft und wird gehalten vorne von der Winde und hinten vom Holz. Kann man auch machen. Richtig gut aus. Ich weiß nicht, dass er jetzt hier kippt. Wenn ich aber jetzt nicht will, dass er kippt, muss ich ja die Winde eigentlich auf die andere Seite anbringen. Ich glaube, wenn ich die Winde jetzt abmache, dann passiert's Unheil. Och, ich hab's geschafft. Ich sag mit dem Kran, es ist nur zu empfehlen. Wie hängt er jetzt hier? Er hängt da hier drüben.
Ausstellen. Weil er kommt hoffentlich mit rum. Gas. Man merkt es so, man muss eher Gas geben, bevor man die Handbremse rausschmeißt. Ja, ja. Sonst sackt er nochmal richtig runter. Oh, 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 das ist fast zu eng für mein Fahrzeug hier. Oh, oh, oh. Hier mit dem Unimog besser durchkommst, ist klar. Mhm. Dafür fehlt den Unimog Power. Echt sagen, dass du dich hier in dem kleinen Graben jetzt festfrisst? Hast du den D unten schon freigeschalten gehabt? Ja, ich habe den quasi im Monat. Vom D habe ich noch gar nichts gesehen. So, ja, da unten wäre nochmal Kraftstoff gewesen. Wo zur Hölle bin ich denn überhaupt? Stammausgabe, Klick, K700, ja. Ach, ich bin hier, du. Ja, wenn du jetzt rechts rumfährst noch, von da aus habe ich das Foto dann runterwärts auf die Straße gemacht. Also. Das ist schon ein cooler Weg, oder? Ja, aber die Kurve hier ist scheiße eng. Ja, ich... Und versuch's vielleicht mal andersrum, oder? Ich muss ja mehrere Varianten versuchen zu probieren. Ah ne, da war ja der Wasserfall, ne? Hier war irgendwo ein Wasserfall, hast du mal gesagt, ja. Dunkeln siehst du ja nicht. Ah, das ist der Wasserfall. Fakt. Gar nicht gelingt. Wäre jetzt blöd, wenn du dort nicht hochkommst und ich stehe hinter dir. Ja, es geht ja schon. Es dauert halt alles nur und dann ist es sehr dieselintensiv. Aber ansonsten geht das schon. Und ich mache halt immer eine Winde an, nach dem anderen Boom mache ich halt eine Winde dran zur Sicherheit. Ja klar. Hangelst dich quasi lang. Gerne. Naja, hier war ich jetzt in der Kreuzung. Darüber geht. Oh, ein sehr tiefes Wasser. Kurve kriegst du gar nicht. Das ist ja über 90 Grad, wie es da denn rumgeht. Das ist auf der Karte total abgeflacht eingezeichnet, ne, wenn du hinguckst. Axt. Ich wollte den Weg probieren, aber ich glaube, das kann ich vergessen. Da musst du von der anderen Seite, müsstest du da eigentlich kommen. Mhm. Aber du kannst ja nirgendwo wenden oder so. Also, vielleicht mit einer Panzer, hä? Was machen wir denn mal das Seil dran dort? Ja, dann komme ich jetzt einfach mal von hinten. Nein. An, auch mit der. Ich meine, so der Unimog hat keine Probleme, der Trailer ist halt nur das Problem. Ja. Der ist halt so ungelenkig, keine Ahnung, wie so ein Stück Scheiße. Uiuiui. Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Nee, ich. Red vom LKW, ob alles noch da ist. Also, aber jetzt so ein Steg, wo du so ganz eng drüber fahren müsstest. Wollten wir einen Trailer abhauen. Schon wieder so eine Dreckskurve, Alter, das ist der Wahnsinn.
So, und das hier ist ein Sackgasse. Also, ach, da ist ja das Ziel. Wahnsinn. Ja. Das ist dann oben da noch rum in die Kurve und fertig. Wahnsinn. Barber abgeliefert. Meine Fresse. Ja, da hinten, also da könnte ich jetzt geradeaus theoretisch sogar weiter. Ach, da komme ich dann über diesen Sandweg da durch oder was? Okay. Da ist ein Sand. Ah ja, doch, da ist der Sandweg. Und da könnte ich dann links wieder weg, da komme ich wieder zu diesem K700 und zu diesem Kraftstoffding. Brauchst du nicht, du sollst zur nächsten Stammausgabe fahren, da oben ist nämlich auch noch einer. Da oben? Ja, da gibt's doch noch eine Stammausgabe. Ja, das Problem ist, das geht sich nicht aus, ich brauch Sprit von dir. Da nicht irgendwo noch, wo, ich habe da oben auch die zweite Werkstatt freigeschalten schon. Da ist doch auch noch mal Sprit, da ja. Müsstest du vorbeifahren. Da müsste ich da erstmal vorbeifahren, das ist richtig, warte mal, da muss ich erstmal hier rum. Dann den Sandweg, da lang ist falsch, also dann da links in den Sandweg rein. Und dann kreuzt sich das hier, dann links weg, dann zur Werkstatt. Stimmt, da habe ich auch die Karre geschmissen. Und dann steht ja noch ein C5622 dort. Gut, also markieren wir uns jetzt erstmal den Dialog hier, 118 Meter. Gut. Oh, sieht das schön aus. Ach, geht der Regen so scheiße rum. Au. Ach, na klasse, wie machen wir das jetzt? Ja, genau dort. Oder Sitze? Gut, mit Automatik kommen wir ja schon gar nicht weiter. Warte, haben wir irgendwas da? Hat er noch einen beschissenen Windenpunkt? Scheint ja so. Wahnsinn. Dann den hier. Gut. Na.
Fliegt er ja gleich. Ey, ey, ey. Das geht mir gar nicht auf den Sack. Drecksding. Weißt du was, Anhänger lösen. Fick dich mal ins Knie. Nein, also sagt man aber nicht. Wenn du jetzt in der Werkstatt runter willst, frage ich mich eh, warum du mit Anhänger gefahren bist. Solange sie mir später nicht im Weg rumstehen. Gut, du siehst sie eh nicht, sprich dir können sie nicht im Weg rumstehen. So gesehen nicht, ne? Gut. So, wo zur Hölle, was ist denn jetzt hier? Nein, oder was? Sieht ja aus wie hier bei Alice im Märchenland. Oder Märchenwald, genau, Ahnung, wie der Film ist. So, kannst du erstmal abmoderieren. Alles klar, das darf ich nicht vergessen. Ich bin auch gleich am Ziel. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.